Und Leute, Epic ist immer noch nicht wach. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir sind wieder im Dschungel. Leute, beim letzten Mal ist Epic hier einfach irgendwie beim Baumhaus runtergekullert, hat sich irgendwie anscheinend am Kopf gestoßen und seitdem bekomme ich ihn nicht wach. Ich konnte ihn jetzt von da oben nach hier unten mit dem Wassereimer bringen. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das hier so das Beste ist. Ich gucke die ganze Zeit, ob hier irgendwelche Viridis kommen. Wenn die uns hier erwischen, dann haben wir richtig Ärger. Die werden direkt andere holen und ich weiß nicht. Also ich kann noch mal gucken, wann die ersten da auftauchen. Aber die werden uns direkt angreifen. Also direkt, direkt, direkt. Ich glaube, da vorne steht schon einer. Oh nee, das ist echt nicht gut. Okay, also, ich habe keine Ahnung, wie wir Epic wach bekommen. Ich denke, wir müssen ihm einfach ein bisschen Zeit lassen. Und das, diese Zeit haben wir eigentlich ganz und gar nicht. Vielleicht könnte ich hier so eine kleine Schutzmauer machen, aber vielleicht ist sie auch nur ein bisschen sehr, ich weiß nicht, vielleicht geht die hier noch mehr Aufmerksamkeit hinlenken. Oh Mann, oder wir gehen ihn noch weiter mit dem Wasser irgendwo hinschubsen, aber ich glaube, woanders geht's hier gar nicht. Ja, also, ich glaube, in der Zeit, wo Epic jetzt hier einfach so ein bisschen am Rumdösen ist, holen wir auf jeden Fall was zu essen. Wir haben hier noch hier unseren kleinen Geheimgang. Also da hinten hatten wir ja mal unsere Base, da hatten wir mal eine Base. Ich rede jetzt von der, wo wir mit Doc gelebt haben. Da haben wir auf jeden Fall noch Brote. Vielleicht kann ich ein bisschen was zu essen holen und vielleicht kann ich Epic irgendwie ein paar Brote an den Kopf werfen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nützt es irgendetwas. Ich hoffe sehr. Und dann wird er hoffentlich sehr schnell wieder fit. So, Eingang habe ich auf jeden Fall gefunden. Ich kann hier auf jeden Fall auch nochmal schauen, ob hier noch Kanonen sind. Dafür sind wir ja eigentlich erst gekommen. So, Weizen kann ich mitnehmen. Die Samen kann ich auch mitnehmen, wenn ich noch Platz im Inventar habe. Und ich glaube, ansonsten haben wir hier leider nichts wirklich, was Epic wieder... So ein Health Regeneration Trank wäre nice. Aber wir haben hier gar nichts. Oh, nee. Oh ja, Health wäre echt gut. Ich habe auch wirklich nichts dabei, ne? Nee. Und die Tränke? Ansonsten, ich weiß, wo Tränke sind. Die sind bei den Viridis. In der... da, wo wir früher auch mal gewohnt haben. Wir haben früher echt oft überall da gewohnt. Vielleicht kann ich mich da hinschleichen und einen Regeneration-Trank holen und Epic damit abwerfen oder sowas. Okay, ich glaube, ich sammle hier gar nichts auf, oder? Doch, ein bisschen was. Okay, das reicht. Dann haben wir jetzt ein paar Brote. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ich gucke nochmal hier ganz kurz, aber hier ist nichts. Ja, wir müssen wieder zu den Viridis und ich muss mich da irgendwie reinbauen und vielleicht bekommen wir wirklich einen Trank da. So, wir sind wieder bei Epic. Dem geht's noch gut. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Okay, wir bauen uns da rein. Es war ja früher die Bibliothek und wenn ihr euch daran erinnern könnt, unten war immer so etwas, wo die gebraut haben und da waren mal super viele Tränke. Ich glaube, die haben wir leider mal komplett gelootet. Oh mein Gott. Bitte erwisch mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich hoffe auch, keiner ist da drinne. Okay, wir bauen uns hier einfach mal ganz lieb rein. Habe ich auch eine Spitzhacke? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Okay, da können wir mal ganz kurz reinluschern. Und da ist keiner. Oh, aber die Tür ist offen. Oh mein Gott, hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er sich bewegt hat. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier unten. Okay, und hier sind... Was ist das hier? Was ist das hier? Ich weiß nicht. Das sieht gut aus. Pink sieht immer gut aus. Das ist Regeneration und Stärke. Okay, damit müsste ich Epic eigentlich wach bekommen. Ich hoffe, bitte lass ihn nicht hier reinlaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hat er mich gesehen? Oh! Ich weiß es nicht. Okay, vielleicht sollten wir einfach ganz schnell wieder hier nach oben und den Regeneration-Trank kann ich dann Epic irgendwie verabreichen. Und Moment mal, er müsste hier sein. Okay, ich mache jetzt hier einfach mal die Blätter weg. So und zack. Und wir schmeißen einfach mal Regeneration auf ihn und danach kann er Stärke nehmen, falls er wach wird. So, bitte, 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 bitte. Und... Ich habe auch Regeneration. Oh mein Gott! Oh Gott, was ist denn da los? Was ist los? Dir geht's wieder gut. Mein Kopf tut weh. Hier, nimm. Was ist denn hier? Stärke, 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 Stärke für dich. Stärke? Du bist ja einfach runtergefallen oder so. Ich bin runtergefallen.
Ja, du bist runtergeplumpst. Du warst einfach nicht ansprechbar. Vom Baumhaus. Ich hab dich hier einfach, vielleicht kannst du dich ein bisschen daran erinnern oder hast was mitbekommen. Ich hab dich mit Wasser hier runtergeschubst irgendwie. Was war das denn? Es ist wild, es ist wild. Ich wollte da oben die Kanone abbauen und bin runtergeplumpst. Dir geht's gut, ich hab die Kanone. Alles gut. Oh, sehr gut. Hauptsache dir geht's gut. Regeneration, ja. Gott sei Dank. Ich hätte sonst Ewigkeiten hier gewartet. Okay, es wird gerade dunkel, epic. Da sind überall Viridis, die uns wegschnetzeln wollen. Ich bin ausgerüstet. Okay, wir sollten gucken, dass uns keiner sieht. Lass einfach wieder zum Strand. Da sind auf jeden Fall noch unsere Boote. Und dann gehen wir wieder zurück. Oh, mach bitte, geh dich jetzt hier nicht irgendwie verraten, dass du hier bist. Ich habe es geschafft, irgendwie, dass keiner uns hier sieht. Okay, schnell, schnell, schnell zum Strand. Ja. Und ich sehe Feuer. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Hier war irgendwo Joels altes Haus, glaube ich. Und hier vorne geht's zum Strand. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und hier steht überall mal wieder, lang lebe der Dschungel. Okay, Epic, hier sind, was ist das denn? Was ist das? Ist das eine grüne Wand? Das sieht aus wie, warte mal, ist das von den Viril? Ist das eine Falle? Ich sehe da hinten auch irgendwas Weißes. Sind da unsere Boote noch? Ich sehe da gar nichts. Oh mein Gott, da sind Kameras. Vielleicht sind die, Moment mal, da spricht jemand. Was ist das? Entschuldigung? Top? Wer bist du denn? Hey, guck mal, da ist einfach ein Typ. Was machst du hier? Ist das ein Greenscreen? Moment mal, du willst hier was drehen. Hey, hey, ganz kurz, du kannst hier nichts drehen. Ich drehe hier eine Serie. Wer seid ihr denn? Ich bin Katja und das ist Epic. Wir wohnen hier sozusagen. Aber ganz kurz, das ist keine normale Insel. Ich hoffe, das weißt du. Das ist kein Dschungel hier, wo irgendwas gedreht werden. Ihr kommt auch in die Serie. Nein, 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 nein. Hey, hey, hey. Aber warum hast du hier einen Greenscreen? Was drehst du hier? Stell dich mal dahin. Moment mal, Epic, sind wir jetzt gerade in... Ich glaube, er nimmt hier irgendwas auf, tatsächlich. Ganz kurz, du kannst hier keine Serie drehen, das ist super gefährlich. Du weißt gar nicht, worauf du dich hier einlässt, Action. Was soll ich machen? Ich weiß hallo? Nicht. Hallo, hey, hi. Ja. Hi, na, nein, ich baue das ab. Der kann doch nicht hier einfach irgendwelche Sachen drehen. Weißt du, wenn die Viridis das sehen, dann ist der hin, dann ist der Macho-Pumpe. Ganz kurz, du weißt schon, hey, stopp, hör mal auf, bitte, du kannst hier nicht im Dschungel drehen. Ich verspreche es dir, du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Ja, das ist übrigens ein stürmischer Tropenregen. Das ist teuer. Ich muss hier filmen. Dein Equipment wird sogar nah. Aber wahrscheinlich ist das okay. Ganz kurz, die Kameras. Oh Gott, ich baue die Kameras einfach ab. Es beginnt, oh Gott. Wir haben wirklich einen Tropensturm. Oh Gott. So. Zack, zack, zack. Da sind auch noch Kameras. Die solltest du auch noch irgendwie... Hallo? Hier, deine Kameras, bitteschön. Ich will die gar nicht. Du musst wirklich hier weg. Vertrau mir. Du kannst hier nicht bleiben. Ja, okay, er überdacht sie einfach. Epic, wir müssen irgendwie gucken, der kann nicht hier bleiben. Das stimmt, das ist viel, viel, viel zu gefährlich. Vor allen Dingen, da hinten sind die, wenn die Viridis ihn sehen, oh ey, der Regen, dann haben wir ein richtiges Problem. Oh Gott, die werden doch bestimmt denken, dass der von uns kommt oder so. Hey, ganz kurz, stört mich nicht. Ganz kurz, ganz kurz. Nur eine Frage. Drehst du nur hier oder willst du auch im Dschungel was drehen? Wenn du im Dschungel was drehen willst, dann ist das keine gute Idee. Vertrau uns. 100% nicht hier. Woanders. Nicht hier. Natürlich wird überall gefilmt. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Vertrau mir. Hier sind... Ich bin berühmt. Okay, das freut mich. Ich mache eine Serie über einen Dschungel anscheinend. Ohne euch. Ja, wir wollen doch gar nicht in der Serie drin sein. Ihr seid raus. Okay. Guck mal. Also, wir haben ein Ding. Der Dschungel ist kein normaler Dschungel hier. Das sieht zwar aus wie normaler Dschungel, aber gehst du nur so ein bisschen weiter, sind da Kreaturen. Du hast diese Kreatur noch nie in deinem Leben gesehen.
Ich bitte um Ruhe, ich muss arbeiten. Epic, was sollen wir machen? Und er filmt natürlich wieder das nächste. Um Gottes Willen, ich mach mal das Feuer aus. Er wird's bereuen. Er wird's einfach bereuen. Aber er soll's machen. Dann wird er sehen. Ich halte hier Abstand. Wenn er hier wiederkommt und wir Viridis ihm hinterherrennen, dann ist es sein Problem. Oh mein Gott, ich glaube, nicht durchs Bild laufen. Okay. Ich glaube, wir können hier warten. Ich gebe dem Ganzen das 5 Minuten. Das riecht irgendwie so ein Fies. Wo geht der denn jetzt hin? Er ist weg. Ja, ich gebe dem Ganzen wirklich 5 Minuten. Oh Gott, ich kann ihn nicht allein lassen. Wir können ihn nicht jetzt hier da alleine rumlaufen. Der wird hier gleich wieder herrennen und dann wird da jemand sein. Oh, ein Schauspieler. Ja, da sind sie. Und wenn die uns sehen, haben wir richtig Ärger. Bitte, bitte mal winken. Oh mein Gott, Epic, die dürfen uns nicht sehen. Das sind doch keine Schauspieler. Natürlich nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, der will die filmen. Ja, der filmt die. Okay, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Die sollten uns wirklich nicht sehen. Bei ihm Grauzone, würde ich sagen. Oh Gott, hierher schauen bitte. Oh, die werden so böse sein. Ich kann da gar nicht hinschauen. Ja! Und er wird... Hallo! Er wird... Ich glaube, er weiß noch nicht, er will sie filmen. Der filmt die einfach, wie sie auf ihn zukommen und ihn wegschätzen wollen. Um Gottes Willen, er weiß noch nichts. Er wird gleich rennen und er wird schreien und dann müssen wir auch schreien. Oh mein Gott, er bedankt sich. Er wird geschlagen. Und jetzt? Aua! Okay, rennen. Wir rennen zum... Er wird eh wegrennen. Er wird hundertprozentig wegrennen. Was ist denn da los? Rennt er? Oh mein Gott. Okay. Die dürfen uns nicht sehen. Der wird eh wieder zum Strand rennen. Und spätestens jetzt sollte er merken, dass das hier kein Filmort ist. Ich hoffe, die Viridis kommen nicht zu. Okay. Er ist da. Bitte lass sie nicht hinter denen sein. Wahrscheinlich gehen die gar nicht so nah. Nee. Hilfe. Sind die da? Nein, die sind nicht da. Was das denn? Das sind die Kreaturen, von denen ich gesprochen habe. Aber das sind komische... Das sind keine Schauspieler. Das sind keine irgendwelche... Das ist nicht Schreck oder so. Das sind richtige, lebende Kreaturen. Die haben keine Maske an oder ein Kostüm oder sowas. Vertrau mir, du kannst hier nicht bleiben. Wenn du möchtest, kannst du uns zu einem anderen, sicheren Ort begleiten. Aber da musst du das ja alles abbauen. Wirklich alles. Alles. Sogar dein Boot. Sag dem Schauspieler, dass ich mit denen nicht mehr arbeiten kann. Einen anderen Ort filme ich sehr gerne. Ja, das sagen wir denen dann. Alles klärchen. Okay, Epic, wir helfen hier mal ganz kurz schnell abbauen, damit wir hier schneller irgendwelche Spuren hinterlassen. Nicht mehr. Keine Spuren mehr hinterlassen. Und dann gehen wir ganz schnell hinter unsere rote Wand. Die anderen werden sich so Sorgen um uns machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie die Viridis, also unsere Viridis, reagieren werden, wenn wir auf einmal so einen neuen Menschen hier haben, ne? Stimmt. Der vor allem alles filmen möchte. Ha, ich weiß ja nicht so ganz. Und wir sind jetzt endlich gleich da. Es hat so lange gedauert. Da sehe ich auf jeden Fall schon etwas. Ja, also das ist unser neuer Bereich. Wir haben mal da gewohnt, wo du davor warst. Und hier wohnen jetzt auch die Kreaturen. Also sei bitte nicht jetzt irgendwie abgeschreckt. Das sind Nette. Also es gibt Böse und es gibt Nette. Ich hoffe, das verstehst du irgendwie. Trotzdem solltest du am Anfang erstmal gucken, dass du ein bisschen... Ja, nett rüberkommst, sag ich mal, okay? Oh, das sieht, ja, schrecklich aus. Perfekt für meine Serie. Okay. Was soll das denn da? Es sieht gar nicht schrecklich hier aus. Oh mein Gott, Dork ist da. Hey Dork, wie geht's dir? Wir haben jemand Neues. Menschen wieder da und neue Menschen? Freunde von euch? Ist nur einer tatsächlich. Das ist hier, Achtung. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Action. Es ist ein Filmemacher. Keine Ahnung. Der dreht hier eine Serie. Ganz kurz. Ich glaube, das ist nicht so nice, was du hier machst gerade. Wir mussten ihn aufgabeln. Wir mussten ihn mitnehmen. Ich konnte es nicht ändern. Fremde. Ihr hierher gebracht. Fremde. Ja? Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm oder so. Ihr, sie, Fremde können nicht bleiben. Entschuldigung. Nein, okay, dann müssen wir gucken, dass er ein eigenes Plätzchen bekommt. Er kann doch hier bleiben, oder? Ich habe eine neue Erfindung.
Okay. Oh mein Gott, zwei Kameras. Wir können ihn ja hier irgendwo unterbringen. Unser Zuhause, unser. Fremde zerstören am Ende alles. Ja, ich glaube, den Eindruck macht er ein bisschen. Oh mein Gott, kannst du bitte aufhören, so direkt zu filmen? Hallo? Mein Gott, also wirklich. Wenn hier ein Dschungel, dann nicht hier. Bitte woanders, mit viel Abstand. Okay, wir gucken mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Du sag mal, Herr berühmter Fernsehseriemacher, du kannst hier nicht bleiben. Und ich glaube, du kannst ja auch nichts drehen. Ich muss deine Kameras leider mal mitnehmen. Ist mir so leid. Wie viele hat er denn hier? Das sind ja Hunderte gefühlt. Hallo, ich drehe gerade. Oh mein Gott, wir müssen ihn unbedingt woanders hinbringen. Also schau mal, sorry, tut mir leid. Guck mal, wir wohnen da oben. Hey, also da oben kannst du nicht wohnen. Vielleicht hier auf der anderen Seite wäre doch eine gute Idee, oder? Da vielleicht. Wir können ihm da so ein kleines Häuschen hinbauen. Und dann kann er da hier seine Dschungelsachen drehen. Er dreht von allem was. Das kann er nicht hier bringen, ne? Die werden richtig sauer. Die werden richtig, richtig sauer sogar. Ganz kurz, du kannst hier nicht bleiben. Es tut mir so leid, Rufus. Es tut mir so leid. Die Kameras müssen weg. Hallo, Rufus, verhalte dich nochmal. Mein Gott, wie viele Kameras hat der bitte? Du musst hier weg. Du kannst hier nicht drehen. Hey! Hey! Der macht mir einfach Damage. Was ist los mit dem? Vielleicht bauen wir einfach mal ihm ein Haus und vielleicht findet er es so gut, dass er es abfilmen möchte. Ja, vielleicht geht er dann automatisch dort rein. Ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, das sieht dann ganz gut aus. Ich habe hier hinten mal seine Kameras hingemacht. Ich hoffe, er findet es einfach auch, dass er das irgendwie filmen muss. Was ist das denn? Das ist dein neues Haus jetzt erstmal, solange du hier irgendwas filmst. Sieht super aus, oder? Voll schön. Kannst mal reingucken. Und hinten sind übrigens deine Kameras. Ich glaube, da kannst du richtig nice Sachen hier machen. Und du kannst ja ein Haus nur für mich. Oha, ja, nur für dich. Sogar ein Bettchen drinne. Und ein kleiner Sitzplatz, ja. Das ist ein Traum. Danke. Ja, gar kein Problem. Das hätte ich nicht erwartet. Oh, super. Okay, also, ja, wir müssen gucken, dass du hier so ein bisschen Abstand von uns hältst. Oder zumindest von den Viridis. Und er filmt hier alles. Ist es okay, wenn wir dich hier mal ganz kurz allein lassen? Ich hoffe schon, okay? Kein Problem. Ich habe einen großen Zoom. Alles klärchen, okay. Weil ich würde sagen, wir müssen unbedingt nochmal hoch zu unserem Baumhaus. Mal gucken, wie das da aussieht. Und wir haben ja auch extra die Kanonen geholt. Und die müssen wir auch noch platzieren. Und wir sind oben. Ich hoffe, hier der Filmemacher, keine Ahnung, wie der heißt. Wir sollten ihn mal nach seinem Namen fragen. Macht nicht zu viel Ärger mit Dog, weil ich glaube, der findet es echt nicht nice. Das stimmt. Kanonen sind aufgestellt, wir sind gut gewappnet und hier hat jetzt jeder tatsächlich sein Zimmer. Oh, wie süß. Es sieht so cool aus und ich hoffe wirklich, er macht keinen Stress. Ich habe so ein bisschen Angst, ich würde am liebsten die ganze Zeit hinschauen, aber wahrscheinlich filmt er gerade. Er ist da hinten auf seiner Insel und filmt tatsächlich. Guck mal ganz nach unten, oh mein Gott, man sieht sein Haus. Hallo. Safe, der filmt uns, um Gottes Willen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.